So, und willkommen zurück zu einem neuen Part von Dragon of Destiny. Wir wollten eigentlich den Pass betreten, beziehungsweise ich bin ja offscreen dahin gegangen. Naja, konnte aber leider trotzdem nicht dahin. Denn es hieß, von dieser Position aus sollten wir nicht angreifen. Das heißt, wir können diese Quest tatsächlich momentan nicht machen, wahrscheinlich dann erst zu einem späteren Zeitpunkt. Ist jetzt aber halt so schlimm. Auf jeden Fall hatten wir dann noch bei ihr die Quest, dass wir drei Schneeballsfälle für sie besorgen sollten. Und das habe ich auch schon gemacht. Beziehungsweise die Fälle habe ich besorgt, aber wir müssen eben noch die Quest hier abschließen. Konntet ihr die Eiswolfsfälle schon besorgen? Hier sind die Eiswolfsfälle. Das ist ja fantastisch. Also wenn ihr noch ein paar Tricks braucht, um Trophäen zu erbeuten. 300 Erfahrung, 500 Gold. Das ist gar nicht mal so wenig. Ich kann euch noch zeigen, wie ihr Tieren die Haut absieht und dann an Federn kommt. Jagen, Stufe 2000 Gold und 3 LP. Dafür sollte ich eigentlich dir die Haut abziehen, aber du kannst Glück reden, dass ich das nicht mache. Ah, da war noch eine Kiste, wunderbar. Ja. Perfekt. Drei Wolfsfälle, drei Federn und dann noch so ein Ding, da habe ich es leider nicht genau gelesen. Na gut. Oh. Da bin ich doch tatsächlich in den Gnom reingelaufen. Sollte aber kein Problem sein. So, gut. Ja, im Prinzip können wir dann tatsächlich jetzt erstmal nur in die Stadt zurück. Also an sich haben wir jetzt, glaube ich, schon soweit alle Quests erledigt. Denke ich. Ich schaue vorsichtig nochmal nach. Vereis können wir noch nicht machen. Ja gut, dann noch dieser Diebesbande. Ah ja, genau. Die können wir noch in den Knast besuchen, genau. Ja, also im Prinzip nur noch das mit den Gefangenen können wir dann erstmal machen, was Nebenquests angeht. Dann muss sich der eine Dude wohl noch so lange in der Gefangenschaft der Orks bzw. der Goblins aufhalten. Wir gehen aber erstmal geschmeidig zurück. Ja, da. Dauert natürlich ein kleines Weilchen, bis wir da sind. So, dann mal schön hier rum. Da noch einmal hier und ich glaube. Ach ja, genau, dann kommt erstmal die Kaserne. Aber dann kommt das hier. Genau. Da sind wir auch schon. Genau. Dann müssen wir da, glaube ich, erstmal noch in dieses eine Haus uns irgendwie so eine Genehmigung abholen, dass wir da eben in den Kerker können. Aha! Kann ich euch helfen? Ich hätte gerne eine Genehmigung, um das Verlies zu betreten. Ich kann euch leider keine erteilen. Und wieso nicht? Na, weil ich euch nicht kenne. Verhandeln. Wie kann ich euch überzeugen, Stabsführer?
Ich sehe, es ist euch ernst. Na gut, hier sind 1000 Goldmünzen. Verteilt sie an die Soldaten in der Stadt. Ihr wollt mir 1000 Goldmünzen abgeben? Da müsst ihr aber großes Vertrauen zu mir haben. Wir werden ja sehen, ob man euch trauen kann. Hehehe, natürlich kann man das. Der Sold. Der Stabsführer wünscht, dass ich 1000 Goldmünzen an die Soldaten in der Stadt verteile. Wenn ich es mache, gibt er mir eine Genehmigung für das Stadtverlies. Das glaubst du auch selber nicht. Das behalte ich jetzt alles für mich und zwar für immer. Achso, Moment, das ist nur eine Kiste. Na gut. Hast du noch was zu sagen? Also, okay. Gut. Ja, komm, wir wollen mal nicht so sein, ne? Hier, nimm dein Sold. Oh, habt Dank. 100 Gold müssen wir geben. Noch 9 Sold. Oh, so viele. So, Sold. Hey, immer ruhig bleiben, ja. So, 8 Soldaten. Das ist der nächste. Hier ist alles ruhig. Das soll auch so bleiben. Hast du das verstanden? Schnauzt jemand an, der dir nicht 100 Goldstücke bringt. Oh, wenn das so ist. 100 Gold müssen wir geben. Noch 7 Soldaten übrig. Genau, da war noch einer. Willkommen in der Lohwand. Hier ein Neidsold. Oh, hab Dank. So, 6. Es sind weiterhin übrig. Da auf jeden Fall sitzt noch einer auf der Bank. Ich mach mal kurz Pause. Ich hab hier dein Sold. Oh, wunderbar. Und 5 übrig. Wenn ihr kämpfen wollt, dann könnt ihr euch noch anmelden. Ich hab hier dein Sold. Oh, wunderbar. So, 4 übrig. Dann nochmal der hier. Wenn ihr kämpfen wollt, da, weiß ich schon. Das soll ich hier dem Stabsführer geben. Oh, großartig. 3 übrig. Aha. Das hier ist das Stadtverlies. Ihr dürft das nur mit Genehmigung betreten. Ich soll ihr das hier geben, den Lohn. Wurde aber auch Zeit. 2 übrig. Hier ist das Stadtverlies. Ihr dürft das nur mit Genehmigung betreten. Hier nimmt das. Ah, mein Sold. 100 übergeben. Und hier ist noch eine übrig. So. Ah, und da ist er ja auch schon. Wunderbar. Es liegt ein Schiff vor Anker. Hier nimm dein Sold. Oh, hab Dank. Sehr schön. Das lief doch großartig. Habt ihr also ihren Sold gegeben? Ja, leider. Ja, ich habe alle Solden bezahlt. Das habt ihr gut gemacht. Ich sehe, ihr seid ein Ehrenmann. Nun, nehmt dies zum Dank. Abgeschlossen. 100 Erfahrung, 50 Gold, einmal Verliesgenehmigung. Wunderbar. Das habt ihr gut gemacht. Ich sehe, ihr seid ein Ehrenmann. Selbstverständlich bin ich das. Das was anderes erwartet. So, dann können wir jetzt endlich mal diese Knastbrüder da besuchen. Nun, wie ich sehe, habt ihr eine Genehmigung. Ihr dürft passieren. Sehr geil. So, hast du noch vielleicht was zu sagen? Seid ja vorsichtig, denn einige der Gefangenen sind sehr gefährlich. Na, ohne Zeit wird schon, hier werde ich fertig. Ah, ich glaube, das sind noch die drei hier. Oh, sieh an, sieh an. Seid ihr gekommen, um sicherzugehen, dass wir auch wirklich aufgehängt werden? Hey, immerhin habt ihr die Leute ausgeraubt. Auf der anderen Seite ist der Gang vielleicht doch ein bisschen heftig. Was soll das werden? Wollt ihr euch übers lustig machen? Ich bin zwar kein Freund von Diebstählen, aber von Hinrichtungen halte ich noch weniger. Das ist jetzt tatsächlich nicht so einfach. Ja, komm, ich meine, das sind jetzt keine Mörder, das sind Diebe. Also ich denke, der Tod wäre dann tatsächlich ein bisschen zu heavy. Von daher werde ich denen wohl helfen. Gesinnung gut, na, wer sagt's denn? Erst liefert ihr uns aus und dann wollt ihr uns helfen?
gesagt. Was kann ich tun? Saudumme Frage. Holt uns hier raus. Irgendeine Idee, wie ich das machen soll? Erstmal muss die Wache auf dem Flur weg. Danach brauchen wir einen Schlüssel für das Schloss oder zumindest einen starken Dietrich. Selbst wenn ihr aus der Zelle kommt, so glaube ich nicht, dass ihr aus der Stadt kommt. Nun, ein paar schöne Klamotten wären natürlich auch nicht schlecht. Am besten Uniformen. Sonst noch Wünsche? Nein, das wäre es dann erstmal. Diebesbande. Nun ja, ich kann die bösen Buben ja nicht sterben lassen, also hole ich sie aus dem Stadtverlies. Dazu brauche ich etwas zum Schloss knacken sowie drei Uniformen. Dann muss nur noch die Wache im Flur weg. Was haben wir denn hier Schönes? Ich kann nicht an der Tür arbeiten, solange die Wache im Flur steht. Wer nicht folgt, der wird bestraft. Bernbo, wir sollten versuchen, diesen Gardisten ohne Gewalt aus diesem Flur zu bekommen. Machen? Moment mal. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so dolle, aber wenn wir die Wache niederschlagen, dann können wir doch vielleicht schon die Rüstung nehmen. Dann haben wir ja schon vielleicht eine. Nicht wahr? Hey, was wird das denn? Genau das, wonach es aussieht. Ach. Mein Gott. Die Königlichen machen sich alles Noobs. Oh Mann. Ist ja kein Wunder, dass die Orks hier Krieg gewinnen. Ja, siehst du, gibt auch Erfahrung und ein bisschen Gold. Was willst du denn mehr? Oh, und er ist nackt. Und zwar splitterfasernackt. Naja, immerhin habe ich seine Uniform. Hehe. Ja, aber ich meine, sein Hemd und seine Hose hättest du eigentlich schon lassen können, oder? Ja. So, mal gucken. Ist vielleicht auch ganz kurz so. Na gut, ich kann da wohl nichts machen. Ja. Den wir noch einmal schauen. Dinge. Ah. Uniform. Uniform einer Stadtwache. Wunderbar. Okay, dann habe ich tatsächlich schon eine. Fehlen noch zwei. Kann ich dich nicht auch hier schlagen? Jemand wegen der Diebe? Aber ja, doch. Aber sicher. Er hat ein Schlüsselbund bei sich. Nach dem Bund greifen! Er hat es nicht gemerkt. Schlüsselbund. Ah, was für ein Idiot. seid ihr vorsichtig? Ja, gut. Tja. Ich glaube, dann können wir die Zelle tatsächlich schon ausschließen, wa? Aber erstmal die hier. Yep, der passt. Das ist wohl... gerade die Sterne. Du hast aber lustige Ohren. Bitte hilf mir heraus. Ich habe ein Dietrich in meiner Tasche. Tut mir leid. Aber das kann ich wirklich nicht machen. Aber Dietrich nehme ich trotzdem. Starker Dietrich. Oh. Das ist ja wohl nicht dein Ernst, oder? Ja, komm, wir wollen mal nicht so sein hier. Na schön, ich helfe dir. Das vergesse ich dir bestimmt nicht. Sie ist weg. Ein Elf entnommen. Eine. Ich habe ein Mädchen, das ziemlich merkwürdige Ohren hatte, aus dem Stadt von diesem Lobart befreit. Allerdings weiß ich nicht, wo sie hin ist, aber ich denke, ich werde sie wiedersehen. Wenn die sich doch teleportieren kann, warum hast du das nicht schon längst vorher gemacht? Oder war das wie so magische Handschellen, die sie da so festgehalten haben? Ich habe den Schlüssel. Ja, dann schließe ich die Tür auf. Verdammt, keine Schlüssel vom Schlüsselbund. Pass an diese Tür. Ernsthaft? Ah. Lass mich das machen. Ja, ja, wunderbar. Gut gemacht. Habt ihr die drei Uniformen? Ich bin dran. Was glaubst du, wie lange es dauert, bis jemand mitkommt, dass sie gefangen aufbauen? Schon gut, ich hab's verstanden.
Na gut, die Tür ist auf, aber gut, zwei Uniformen fehlen dann noch. Du hast nichts Neues zu sagen, okay. Frage ist natürlich, wie komme ich jetzt an diese Uniformen, nicht wahr? Bei dir vielleicht? Nein, leider nicht. Ist mir gut gemacht. Ich sehe, ihr seid ein Ehemann. Ja, ja, das weiß ich schon. Schon lange. Der Schlüssel vom Schlüsselbund aus dem Verlies passt. Zwei. Ja, geil. Ich sollte ihn schlafen lassen. Ja, dann haben wir doch jetzt alles wunderbar. Was willst du mehr? So, wir sind gekommen, um euch zu befreien, aber ich speichere vorsichtshalber nochmal, wer weiß, ob die uns nicht austricksen wollen. Gut gemacht. Habt ihr eure Uniform? Aber sicher. Ich bin begeistert. Na, sehe ich nicht schick aus? Wo wollt ihr jetzt hin? Wir verschwinden erstmal, wir treffen dich dann vor der Stadt. Ich habe die befreit, jetzt warten sie vor der Stadt auf mich. Ich sollte nachsehen, wo sie sich herumtreiben. Aber dieser Typ hier, der hat doch gesehen, dass da jetzt drei Ritter rauskamen und der hätte doch wissen müssen, dass da eigentlich nur einer war. Und dem kam das nicht verdächtig vor. Oh Mann. Einmal mit Profis. Was hat der König nur für komische Soldaten eingestellt? Mann, Mann, Mann. So, dann schauen wir mal, was die da so draußen treiben. Hey, pst. Ganz schön gefährlich so nah bei der Stadt. Ja, ich weiß. Aber ich muss mich doch bei dir bedanken. Ich habe euch reingebracht und ich habe euch wieder rausgeholt. Ich denke, wir sind quitt. Ja, kann sein, aber dennoch möchte ich dir noch was geben. Es hat mir immer Glück gebracht. Hab Dank. Wo sind eigentlich deine Männer? Die sind schon vorausgegangen. Wir wollen von dieser verfluchten Insel runter. Na, dann lass dich nicht aufhalten. Wir werden uns bestimmt noch über den Weg laufen und nun macht es gut. Ah! Abgeschlossen. Deine Erfahrung und sie Gott einmal über der Macht. Oha. Amulett der Macht. Ah. Ein Mannschaft, welches die Attribute erhöht? Alles plus 2? Nö. Waffenresistenz und Magieresistenz? Nicht. Na ja, gut, okay. Ich habe hier dieser Down ausgerüstet, aber ich denke, das ist insgesamt besser. Stärke plus 3. Plus 2 natürlich, das auch. Ja, gut, alles plus 2. Ja, gut, aber das stimmt ja eigentlich so nicht ganz. Schlagkraft ist, die bleibt gleich. Aber immerhin steigen die Attribute. Das werden wir schon gut gebrauchen. So, dann haben wir wieder eine Nebenquest abgeschlossen. Das ist doch wunderbar. Genau, beim Hafen waren wir ja noch gar nicht. Stimmt. Speichern wir auch mal direkt hier. Vielleicht heuert mich ja mal jemand an. Okay. Okay, dann haben wir noch ein paar Ziegen. Was hast du denn zu sagen? Was willst du? Ich bin beschäftigt. Was willst du? Ich bin auch beschäftigt. Oh, hier haben wir ein Schiff. Aber da können wir nicht drauf.
Seid gegrüßt, ich bin Captain Silver. Wie kann ich euch helfen? Setzt ihr zufällig Segel in Richtung der königlichen Hauptstadt? Es tut mir leid, aber das liegt nicht auf meiner Seeroute und ein so großer Umweg ist sehr kostspielig. Ah, ich weiß schon, wo es wieder hinausläuft. Ich muss hier wieder wahrscheinlich mehrere tausend Goldmünzen geben. Was meint ihr mit kostspielig? Ungeheuer kostspielig, aber es wird immer besser. Nun sag schon, was wollt ihr für die Überfahrt? Mindestens, ja geil. Ein Glück, dass man hier nur immer Gold im zweistelligen, maximal dreistelligen Bereich bekommt und ich gerade mal knapp über 1000 habe. Wie soll ich denn das bitte farmen? 5000 Goldmünzen! Dafür kann ich mir selber ein Schiff bauen lassen. Es gäbe dann noch eine andere Möglichkeit. Ihr könntet in der Arena kämpfen und den großen Preis erringen. Und diesen Preis wollt ihr dann für die Überfahrt haben. Ja, entweder das Gold oder der Preis. Okay, ich werde sehen, was es sich machen lässt. Reise zum König. Um zum König aus Festland zu kommen, brauche ich ein Schiff. In Lohbrand liegt eins vor Anker. Leider liegt der Kurs des Schiffes nicht auf den Weg dorthin. Allerdings würde mich der Captain für eine kleine Entschädigung dorthin bringen. Okay, dann ist eigentlich klar, was zu tun ist, nämlich die Arena. So, ich spreche nochmal kurz. Ich habe eine tolle Idee. Ach, und welche? Du gibst mir jetzt alles, was du hast. Dafür lassen wir dich vielleicht am Leben. Niemals? Willst du mich wohl verarschen? Das war die falsche Antwort. Was ist das denn für ein komischer Typ? Und eine komische Typin. Noch dazu, als Komplizin. So, also dich machen wir so richtig fertig. Naja, aber nicht so, sondern so. Machen jetzt zum Glück auch nicht allzu viel Schaden und treffen auch nicht immer. Sehr geil. Mal so. Na, läuft doch. Hey Mann, war doch nur Spaß. Bitte tu uns nichts. Oh, ganz ehrlich. Da, also... Ich habe hier wirklich so wenig Gold, ja? Und jetzt, allein wenn ich denke, dass ich theoretisch denen das ganze Gold hätte geben können, weil sie mich bedroht haben. Also... Nein. Wer mich in diesem Spiel hier bedroht, mich auszurauben und mir Gold stehlen zu wollen, der ist einfach zu gefährlich, um am Leben gelassen zu werden. Sorry. Ja, ich weiß, das ist nicht gut und... Nein, bitte nicht! Ja, ich weiß, das war jetzt vielleicht nicht so eine gute Tat, aber ganz ehrlich, in dem Moment ist es mir egal. Jeder, der hier nach meinem Gold trachtet, der hat hier kein besseres Schicksal verdient, so. Oh nein, ich brauche kein positives Karma. Ich will einfach nur meine Genugtuung hier in diesem Spiel. So. Oh. Ich heiße euch in der Arena von Lohbrand willkommen. Mein Name ist Eliot. Ihr seht aus, als würdet ihr noch gerne am Turnier teilnehmen. Das würde ich gerne. Was muss ich dafür tun? Ganz einfach. Ihr müsst einen Einsatz einbringen, um gegen andere Mitstreiter antreten zu dürfen. Wie hoch ist der Einsatz? Die Teilnahme beträgt 100 Goldmünzen. Ach, das geht ja sogar einigermaßen. Und ihr müsst euch in der Vorrunde qualifizieren. Okay, wo kann ich das Gold bezahlen? Gebt mir das Gold und ich werde es euch übergeben. Sehr schön. Nun müsst ihr euch erstmal qualifizieren, um überhaupt gegen jemanden kämpfen zu dürfen. Geht in den Vorbereitungsraum hier rechts und macht euch bereit.
Die Arena. In Lobrand gibt es sogar eine Arena, in der ich mich zum Kampf angemeldet habe. Das Ziel dürfte klar sein. Ich will Arena-Champion werden. Geht in den Vorbereitungsraum hier rechts um und macht euch bereit. Okay, das ist hier wohl die Publikumsreihe. Oh. Ich sollte zum Vorbereitungsraum auf der rechten Seite gehen. Achso, ja gut. Scheiße, wie kommst du jetzt aber hier hin? Du... Hä? Moment. Hä, was? Der kann doch nicht an zwei Orten gleichzeitig existieren. In zwei Räumen. Hä? Hör zu, du musst dich erstmal qualifizieren. Ja, wie kann ich mich für den Arena-Kampf qualifizieren? Versuchen, du sollst versuchen, die Menge auf deine Seite zu ziehen. Danach musst du vor den Freier von Lobart treten. Er wird dir eine Frage stellen. Ja, ich habe auch eine Frage an dich. Wie kannst du in zwei Räumen gleichzeitig existieren? Die Antwort, welche du ihm geben wirst, wird sich auf deinen Gegner für die Qualifikation auswirken. Von welchen Gegnern sprechen wir? Bei den Gegnern handelt es sich in der Regel um Monster aus den umliegenden Ländern und Wäldern. Was passiert, wenn ich einen Kampf verliere? Verlierst du einen Kampf, dann hast du den Arena-Kampf verloren und scheidest damit aus. Kann es losgehen? Nein, noch nicht. Bereite dich gut vor. Oh, wie süß. Wollt ihr etwa am Turnier teilnehmen? Bitte sprich mit jemand anderem. Ich werde dich in der Luft zerfetzen. Lächerlich. Man muss hier wirklich Probleme haben, vernünftige Kämpfe zu finden, wenn man selbst euch teilnehmen lässt. Oh, du wirst schon noch sehen, was du davon hast. Ich hoffe, du bist nicht auch so ein schwacher Gegner wie der letzte, den ich besiegt habe. Du wirst noch schon ein blaues Wunder erleben, das sage ich dir. Okay. Erstmal überflüssige Sachen ablegen, würde ich sagen. Ah ja, genau, das hier ist ja. Das werden wir wahrscheinlich erstmal so nicht brauchen. So, 20 behalte ich mal. Die denke ich aber auch erstmal hier ab. Papageifeder, Trophäe, auch das. Markfell, zack. Also da im Prinzip auch. So. Speichern. Hör zu. Du musst dich erstmal gewöhnen. Ja, weiß ich schon. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ich weiß Bescheid, ich weiß Bescheid. So, jetzt aber fangen wir an. Gut, dann raus mit dir. Gut, dann machen wir erstmal ein bisschen Stimmung. Na kommt schon. Gebt mir euren Applaus. Tapferer Krieger, für die Qualifikation zur Teilnahme an dem Turnier möchte ich von euch wissen, was für euch den höchsten Wert hat. Gold, Gold, Gold. Gold? Und das von einem Ehrenwert und tapferen Krieger, dann steht euer Gegner fest, der Ogre. Also ich hoffe, dass ich für diese Aussage auch dann wirklich Gold bekomme, und zwar ganz viel. Oh wow. So. So, jetzt natürlich du mit den Einflussteilen. Ja, aber doch, der sollte eigentlich recht gut down gehen. So, dann nochmal so. Okay, ja, aber ich bin geschwächt, glaube ich. Ah ne, gar nicht, das ist der Ogre ist geschwächt, so. Aber jetzt bin ich auch geschwächt. Leider. Sollte aber trotzdem eigentlich kein Problem sein. Toll, dieses Auge geschwächt. Aber der ist ja gleich weg. Alles halt so schlimm. So, weg.
Das habt ihr gut gemacht, tapfere Krieger. Nun bereitet euch auf euren nächsten Kampf vor. Achso. Okay, die wollen nicht mit mir sprechen, alles klar. Dass ich einfach zu dir rüber latschen kann. Oh, na, da kann ich anscheinend doch nicht runter, okay. Jo, die sind alle stumm, wie es aussieht. Ich kann nicht gehen, solange das Turnier doch stattfindet. Achso. Oh, dann kann ich ja doch nicht kostenlos heilen zwischendurch. Schade. Achso, ich werde automatisch. Ja, dann. Das ist ja alles super. Ich habe mich qualifiziert, Eliot. Das überrascht mich nicht. Immerhin ist noch niemand an der Qualifikation gescheitert. Allerdings muss ich euch sagen, dass im Turnier einer gegen den anderen kämpft. Das heißt, entweder kämpft Berbo oder Gabriele. Bitte lass mich am Turnier teilnehmen, Berbo. Ich verstehe, dann kämpfe natürlich ich. Okay, dann soll es so sein. Gabriele wartet. Gut. Jetzt möchte ich dir deinen ersten Gegner vorstellen. Olivia, komm und stell dich deinem Herausforderer vor. Ah, Frischfleisch. Ich darf mich kurz vorstellen. Ich bin Olivia und du bist ohnehin gleich Geschichte. Immer diese Arroganz. Wenn ihr so weit seid, dann lasst den Kampf beginnen. Tja, im Prinzip bin ich ja so weit. Aber nicht mehr für diesen Part, sondern dann erst im nächsten. So. Und, genau. Dann würde ich bis dahin mal wieder sagen, macht's gut und bis zum nächsten Part, wo wir dann, ja, im Prinzip das Turnier bestreiten. Aber bis dahin würde ich dann, wie immer sagen, macht's gut, euer Bärenbruder.